Karin Leukefeld, die USA haben sich auf einen Vorschlag eingelassen, dem sowohl die syrische als auch die russische Regierung zugestimmt haben. Von der russischen Seite ging diese Initiative auch aus. Und zwar soll das gesamte syrische Chemiewaffenarsenal erst einem internationalen Spezialistenteam zugänglich gemacht und dann zerstört werden. Und das in einem engen bemessenen Zeitrahmen. Im Gegenzug haben die USA von dem angedrohten Militärschlag auf Syrien vorerst Abstand genommen, wenn sie erklärtermaßen ihn auch nicht ausschließen wollen. Meine Frage: Was hat die US-Regierung dazu bewogen, nun diesen Weg einzuschlagen? Ist das überhaupt ein neuer, ein diplomatischer Weg hin zu einer politischen Lösung oder ist die Abrüstung Syriens gewissermaßen eine diplomatische Kriegsvorbereitung? Nun, die Zeit wird das natürlich erstmal zeigen, wohin das führen wird. Ich denke, als erstes muss man feststellen, dass dem US-Präsidenten klar geworden ist, dass seine Linie weder im eigenen Land noch bei den Vereinten Nationen noch bei seinen Bündnispartnern noch überhaupt weltweit in der Weltöffentlichkeit Zustimmung gefunden hat. Es gab ganz deutliche und sehr viele Stimmen gegen einen militärischen Angriff auf Syrien und daher hat er also erstmal Abstand davon genommen. Das heißt nicht, dass er ihn aufgegeben hat, das glaube ich nicht, aber eine wichtige Stimme gegen einen Militärschlag war sicherlich auch, dass das US-Militär eindeutig sich dagegen ausgesprochen hat. Eine Umfrage im US-Militär hat ja ergeben, dass also eine große Prozentzahl, also weit über 60% gegen ein militärisches Eingreifen in Syrien sich ausgesprochen hat und ich glaube, gegen so einen massiven öffentlichen Widerstand, es ist sehr schwierig für einen US-Präsidenten, zumal er ja auch noch den Friedensnobelpreis bekommen hat, also einen solchen Kriegsschlag durchzuführen. Die Vorgehensweise mit der Abrüstung der Chemiewaffen ist sicherlich etwas, was Syrien vor allen Dingen sehr entgegenkommt. Es ist etwas, was die USA, aber auch Israel und Europa lange Zeit ja schon wollten. Aber auch der Iran wollte unbedingt diese Abrüstung von Chemiewaffen als Schritt hin zu einer Region, wo es keine Massenvernichtungswaffen mehr gibt. Dafür gab es ja viele politische Initiativen in der Vergangenheit. Und daher ist das also eigentlich etwas, was man vielleicht als eine in Neudeutsch Win-Win-Situation bezeichnen könnte. Also der US-Präsident steht besser da als vorher. Und für Syrien und für die Region ist es auf jeden Fall auch ein richtiger Schritt. Aber ich denke nicht, dass grundsätzlich also die US-Regierung Abstand nimmt von den Zielen, die sie offensichtlich hier in Syrien verfolgen. Einerseits Schwächung der derzeitigen Regierung, Schwächung der syrischen Wirtschaft und durch eine Destabilisierung will der Westen sicherlich versuchen, mehr Einfluss hier in der Region zu bekommen. Also das heißt, die USA haben ihre Kriegsziele im Verlauf dieses Konfliktes und im Verlauf dieser neuesten Entwicklung nicht verändert? Ich bin davon überzeugt, dass die USA einfach nur andere Wege einschlägt. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch die jüngsten Stellungnahmen von US-Außenminister John Kerry zusammen mit dem französischen Außenminister Fabius und dem britischen Außenminister Haig in Paris gestern verfolgt, also am Montag verfolgt, ist ganz eindeutig, dass man nun versucht, über eine neue UN-Sicherheitsratsresolution nach Kapitel 7 der UN-Charta, also auch einen militärischen Schlag gegen Syrien durchzusetzen, und zwar dann auf einer internationalen Ebene, die also eine Resolution, die einen Militärschlag ermöglicht, falls Syrien sich nicht entsprechend der Vorgaben verhält. Es ist also nicht eine Aufgabe des Ziels, es ist nur ein anderer Weg, dahin zu kommen. Sie sagten es schon, die bisherige Strategie der USA und ihrer Verbündeten war es doch, eine Destabilisierung des Landes und der Regierung durch die Unterstützung und den Aufbau verschiedener bewaffnet kämpfender Gruppen zu erreichen. Ist denn diese Strategie soweit gescheitert?
Als gescheitert würde ich sie nicht bezeichnen. Also es ist zweifelsohne so, dass die syrischen Streitkräfte derzeit einfach sehr viel stärker sind als die aufständischen Gruppen. Die syrische Armee ist geeint, sie kann sich militärisch besser durchsetzen. Es gibt eine einheitliche Führung und es gibt auch eine relativ große Akzeptanz in der Bevölkerung für das Vorgehen gegen diese, besonders gegen die islamistischen Gruppen, die ja dort in den Gebieten, wo sie einmarschiert sind, auch sehr viel Zivilbevölkerung vertrieben hat. Also auf der offiziellen syrischen Seite, denke ich, ist die Situation also sehr geeint. Sie sind praktisch wie ein solider Block, der militärisch vorgeht. Man kann es auch so verstehen, dass die Einigung zwischen Kerry und Lavrov jetzt kürzlich in Genf zur Abrüstung der chemischen Waffen auch ein grünes Licht signalisiert für den konventionellen militärischen Waffengang seitens der syrischen Armee. Und insofern, und das hört man hier auch in der Umgebung von Damaskus, während wir hier gerade zusammen sprechen, sind also schwere Detonationen zu hören. Das heißt, der Krieg im Umland von Damaskus und sicherlich auch in anderen Teilen des Landes geht fort. Auf der Seite der bewaffneten Opposition ist es so, dass es große Streitigkeiten gibt über die Vorgehensweise. Es gibt Streitigkeiten unter den verschiedenen bewaffneten Gruppen. Das ist mir also auch seitens der UN hier in Damaskus nochmal bestätigt worden. Man spricht von bis zu 2000 verschiedenen bewaffneten Gruppierungen, Brigaden, Einheiten, Gruppen, die sich der Freien Syrischen Armee zuordnen. Und da gibt es kein einiges Vorgehen und das ist natürlich auch eine Schwächung. Was bedeutet denn die derzeitige Entwicklung für die Stabilität der Regierung? Die Regierung steht sicherlich erstmal besser da, dadurch, dass sie also umgehend auch der Abrüstung der Chemiewaffen zugestimmt hat und auch dem internationalen Weg zugestimmt hat, also dass eine UN-Inspektion hierher kommt, dass die Waffen der internationalen Kontrolle unterstellt und dann letztendlich auch vernichtet werden. Das ist sicherlich erstmal ein positiver Schritt. Ja, also Sie halten sich ja gerade in Damaskus auf und haben die Gelegenheit, mit vielen Leuten über diese Entwicklung zu sprechen. Auf was für Reaktionen sind Sie denn vor Ort gestoßen bei den Leuten? Nun, man muss schon sagen, sehr gemischt. Die überwiegende Mehrheit meiner Gesprächspartner und Partnerinnen hier in den letzten Tagen begrüßt natürlich, dass es nicht zu einem US-Militärschlag jetzt gekommen ist. Man hatte also große Angst vor der Zerstörung, aber auch davor, dass ein solcher Militärschlag es eben halt den Aufständischen ermöglichen würde, hier in die Stadt einzudringen oder überhaupt insgesamt eine Offensive zu starten. Es gibt aber auch bei diesen Leuten, die sehr positiv reagiert haben, weiterhin Skepsis, ob die USA grundsätzlich einen Militärschlag ausschließen oder ob es nicht vielleicht doch in Zukunft zu einem Angriff kommen könnte. Es gibt allerdings auch Personen, die das sehr bedauern, dass es zu diesem Angriff nicht gekommen ist. Also die gesagt haben, wir haben da eigentlich drauf gewartet, besser von den Amerikanern angegriffen zu werden, als hier weiter diesen internen Kämpfen ausgesetzt zu sein. Also die Bevölkerung ist da sicherlich gespalten. Wobei ich sagen muss, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung begrüßt es natürlich, dass jetzt erstmal kein Krieg seitens der Amerikaner gegen Syrien begonnen worden ist. Ja. Karin Leukefeld, vielen Dank für dieses Skype-Gespräch nach Damaskus. Ich danke Ihnen auch.